Um es euch erstmal vorneweg zu sagen, es ist Fanmade. Es ist nichts Offizielles, es ist von Fans für Fans gemacht. Es sind 3 oder 4 Franzosen, die daran seit 2015, 2016 dran sitzen und eine Menge machen. Jede Menge, und zwar wirklich versuchen, authentisch da was zu machen. Und das Ziel von denen ist es, dieses Spiel als ein Multiplayer-RPG oder ein Singleplayer-RPG mit Multiplayer-Elementen rauszubringen. Was schon vorhanden ist oder nicht vorhanden ist, das müssen wir jetzt selber herausfinden, das weiß ich noch nicht. Aber die wollen definitiv verschiedene Charakterentwicklungen machen, verschiedene Missionsaufbaue und dass du selber in dem Spiel Planeten erkunden kannst. Ist die Dose zu. Oh, ich merke gerade, dass ich das nicht an euch sauber rausschicke. Moment, ich stelle das gleich nochmal ein. So, this is Alpha. Thank you for downloading Stargate Network. This video game is completely free, made by fans in their space, in their spare time. Whereas the last version was created in Unreal Engine 3, this version is done in Unreal Engine 4. And therefore marks a distinct visual improvement. As a consequence of changing engine, we had to build the game from scratch, which is why there is less content than the previous version. You only have access to some parts of the SGC, but can now travel to Abydos. Don't hesitate to join our Discord to chat with the community and give us feedback. Thank you for support for all these years. The Stargate Network Team. Ich bin gerade durch das Tor hier reingekommen, in den Raum rein. Und ja, das ist das Stargate-Ding. Das ist Fanmade, wie gesagt, das Spiel wird von 4 Franzosen entwickelt. Viel Inhalt ist, glaube ich, noch nicht drin, aber wir schauen mal rein, was hier schon drin ist und wie schön das Ganze aussieht und wie akkurat das Ganze zur Serie gemacht ist. Und Hallöchen, Levatin, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Was haben wir hier? Oh, Iris! Open! Nee, kann ich die schließen? Wie kann ich die schließen? Oh, anscheinend gibt's das noch nicht. Ich kann die Klappe öffnen und schließen. Oder muss ich das vom Kontrollraum aus machen? Wurde schon ein Chevron aktiviert? Nee, noch gar nichts. Noch gar nichts wurde aktiviert. Ich weiß ja auch nicht, was wir hier machen können. Deswegen gehen wir gemeinsam hier mal rein und gucken. Okay, Soundkulisse ist auf jeden Fall richtig gut. Wie in echt. Wie in echt. Und wir haben ja gerade gelesen, wir können auf jeden Fall zu Abydos gehen. Da bin ich doch mal gespannt, was wir in Abydos finden können. Restricted Access. Ah, das ist schon... Oh, okay, hier komme ich nicht weiter, ist noch nicht implementiert. Schade. Aber das sieht schon richtig gut aus. Also grafisch, ne? Tauriel, sei gegrüßt. Dankeschön. Dankeschön für 3 Monate. Vielen, vielen lieben Dank für den Resub im 3. Monat. Tauriel, sei gegrüßt. Wie geht's dir? Und TT Studio, ein Hallöchen auch an dich. Und Pat the Rig, ein wunderschön. Die Iris ist doch deaktiviert, oder? Richtig, die Iris ist deaktiviert gewesen. Sonst wäre es ja geschlossen und dann kämen wir ja auch nicht durchs Tor durch. Ey, das sieht aber richtig gut aus. Was ist hier? Close Blast Door. Cool, die Türen können wir schließen schon mal. Close Big Blast Certain. Ey, Soundkulisse gefällt mir wirklich sehr gut. Das haben die cool gemacht. Hier haben wir eine Karte. Allow you to use the card readers. Oh, es gibt Card Readers.
Dann nehmen wir das gute Stück mal mit. Okay, hier haben wir auch denselben Alarm. Ah, da können wir auch mal die Tür öffnen. Warte, wir machen erstmal die Türen alle auf. Ja, das ist ja schon funny gemacht, gefällt mir. Das sieht echt aus wie in der Serie, ne? Oder haben die sich richtig viel Mühe gegeben? Bin zwar schon ein bisschen da, aber ich antworte die gern trotzdem. Mir geht's auf jeden Fall besser als die letzten Tage. Das ist auch sehr schön zu hören. Das freut mich, dass es dir dann besser geht. Oh, auch ein bisschen Licht hier für uns. Use Computer. Ich glaube, wir müssen uns mal eine richtige Adresse aussuchen. Ja, auf jeden Fall brauchen wir richtig. Das allerletzte Chevron muss immer das hier sein. Nee, einmal löschen, das hier. Input accepted. Ah, guck mal. Wie komme ich hier raus? Nee. Also das ist wirklich cool umgesetzt. Das ist ja, das ist richtig gut umgesetzt. Das dauert aber ja, das Tor auf der Erde hat immer ein bisschen länger gebraucht. Der muss sich ja zu den richtigen Symbolen drehen. Und funktioniert nicht. Weil wir keine richtige Adresse haben. Oh Mann, wir müssen gleich mal die Adresse, Leute, raussuchen von Abydos oder so. Oder andere Adressen testen. Warte, bevor ich jetzt hier weiter reingehe, schauen wir mal, was wir hier hinten noch haben. Open Door. Door is locked. Work in Progress Area. Also wie gesagt, hier kommen wir wieder in den Kontrollraum rein. Das ist ein Fanmade-Spiel. Noch nicht ganz fertig. Na, wie man sieht, ist hier noch nicht viel. Die wollen daraus ein Spiel machen, wo man wirklich auf andere Planeten gehen kann, sich sein Team zusammenstellt und zu und ein bisschen dazu stellen. Ich bin gerade begeistert. Da sind wir wieder beim Stargate-Raum. Das heißt, hier muss irgendwo die Krankenstation auch sein. Work in Progress Area. Okay, da kommen wir noch nicht weiter. Aber es sieht optisch richtig gut aus. Ah, hier ist der Verhörraum. Kennt man aus der Serie auch, ne? Den Verhörraum, wo man hier die Aliens dann hat. Und dann beobachtet man die hier und ja, was machen wir denn? Also ich als Daniel Jackson würde sagen, wir müssen die leben lassen. Wir können darüber nicht urteilen. Das ist ethisch und moralisch nicht in Ordnung. Ich bin der General. Ich bin dafür, wir schließen ihn ein. Aber wir machen es ihm angenehm. Wo ist der Malp-Raum? Wir müssen irgendwo das Malp finden. Ich höre schon die Replikatoren in meinem Kopf. Ey, das wäre richtig cool, wenn es die auch schon hier gäbe. Okay, hier kommen wir leider auch nicht weiter. Oh Mann, ey, genau so.
Wait, das ist der Raum... Ist das der Weg, von dem wir ausgekommen sind? Habe ich mich jetzt verlaufen? Nee, wir sind richtig. Ich gehe nochmal in die Ecke schauen. So, hier sind wir reingelaufen. Hier ist der Raum und da war der Raum. Okay. Da sind wir da entlang gelaufen. Hier war ja gar nichts, ne? Hier sind die Fahrstühle nach oben. Die funktionieren nicht. Hier auch nicht. Hier, da kommen wir leider noch nicht durch. Die Tür haben wir auch getestet, ne? Nee. Ah, alles klar, auch Kontrollraum. So, hier sind wir wieder im Kontrollraum. Da ist die Tür, wo wir durchgekommen sind. Gleich suchen wir uns eine Adresse raus, Leute. Work in Progress Area, der Konferenzraum. Guck das, mein Lieber, sei gegrüßt, ein wunderschön. Ist schon cool gemacht. Was haben wir hier hinten? Okay, Lampe ein aus. Ist jetzt nicht so spektakulär. Da haben wir Hammonds Büro, glaube ich, ne? Ach, verschlossen. Kommen wir nicht rein. Können aber reingucken. Da kommen wir auch noch nicht rein. Schade. Oh, und nach oben kommen wir nicht. Was war nochmal da oben? Da oben war doch... Ah, da ist ja auch noch gar nichts. Da ist ja auch noch eine Decke dran. The Expanse. The Expanse ist eine super Serie auch. Da oben ist der Konferenzraum. Warte, der ist doch hier. Oder du meinst noch einen anderen. Stimmt, es muss noch einen anderen geben. Es muss noch einen geben, wo wir hier auf dieser Wand, glaube ich, Dings hatten, eine Tafel, ne? Der größere Konferenzraum. Und The Expanse auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und guck das, mein Lieber. Sei gegrüßt. Ein wunderschön. Alles gut bei dir? Okay, Leute. Ich google jetzt mal nach einer Adresse von Abydos. Wir kommen... Mach mal bitte den Alarm aus. Wo ist der Alarm? Ein einkommendes Wurmloch. Leute, los, das Militär, wo seid ihr? Ich habe ja die Tür verschlossen. Wie cool ist das denn? Könnt ihr das bitte weiterentwickeln? Unbedingt. Oh Mann, hab ich Lust. Kater konnte das aber fixer, sorry. Der Bierdurst, sei gegrüßt. Ein wunderschön. Ich bin leider nicht Samantha Carter. So, jetzt müssen wir das nächste wiederfinden. Das sieht ein bisschen trickiger aus. Das sieht aus wie ein Replikator tatsächlich. Ist es das hier? Nee. Ach, da wäre es auch das Symbol gewesen, was wir hier verwendet haben. Das ist es. Perfekt. Das richtige direkt gefunden auf Anhieb. Dann haben wir so eine komische Sanduhr. Die ist es ja nicht. Was sieht noch sanduhrmäßig aus? Sanduhr, Sanduhr, Sanduhr. Sanduhr. Das. Da haben wir die Sanduhr und die Erde. Harry, auch ein wunderschön an dich. Stargate Energy Output. Och, wir gehen nach unten. Das gucken wir uns definitiv vom... Nochmal von der Nähe aus an, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Schau mal, wie der wirklich an die Symbole geht. Und die Symbole dann auswählt. Das ist richtig nice.
Kudin ist also Abydos, stimmt. Nach dem Punkt immer ein Leerzeichen, sonst ist der Bot immer so fiesig. Genau da würde ich stehen bleiben. Genau hier ist genau richtig, ne? Okay, ich halte schon mal ein bisschen Abstand. Noch 3 Chevrons, Leute. 3 Chevrons. Keep clear. Also bis hierhin dürfen wir. Schon echt cool gemacht. Die Reflexion von dem... Sieht das schön aus. Ja dann, Leute. Das tut ganz doll weh. Nein! Nein! Ich habe mir zu viel Zeit gelassen. Ich hab doch 34 Minuten Zeit. Das Tor ist 34 Minuten offen. Ach, Buddha! Voll cool. Voll cool. Ist aber sehr vielversprechend, absolut. Selbst dieses Detail da oben, die Serienkenner wissen, wofür das Ding da oben ist. Wie cool ist das denn? Nee. Und der funktioniert auch? Okay. Ich hoffe, der resettet sich. Wir gehen erstmal raus. Also jetzt, wait mal, Moment. Die Vorhalle. Die haben sie auch eingebaut. Das ist ja richtig akkurat wie in der Serie. Also jetzt mal ernsthaft, bitte bringt das Spiel raus. MGM. Schämt euch. Schämt euch, MGM, dass ihr nie ein Spiel rausgebracht habt. Können wir jetzt hier... Gibt's Abydos oder ist jetzt leider nur der Planet da? Rennen kann ich leider nicht. Also Rennen haben sie noch nicht implementiert. Ist die Schatzkammer auch drin? Haben wir jetzt nicht gesehen. Warte, war die Schatzkammer hier oder war die Schatzkammer woanders? Jaffa Kree! In der Tat. Und das in der Freizeit. Und das in der Freizeit, richtig. Okay, ich glaube, die Stadt haben sie, oder das Dorf haben sie nicht eingepflegt. Wir probieren mal Lowland aus. Lowland. Lowland. Das erste Symbol sind... Ich weiß nicht. Geschirr, was zersprungen ist. Irgendwie sieht alles nach Geschirr aus, was zersprungen ist. Ist es das hier? Nee? Vielleicht? Vielleicht ist es das hier.
Was sieht noch so ähnlich aus? Ist das Einzige, was dazu passt. Okay, ich will's aus. So, dann brauche ich wieder dieses komische C-Gedöns. Ist das hier? Ha, Moment mal. Dann haben wir doch gerade ein falsches verwendet. Für das C-Dings. Da oben wäre das C gewesen für den Schneeplaneten, für Snow. Okay. Okay, ich weiß jetzt die falsche Adresse. Also die richtige. So, dann ist nämlich das hier der hier. Alles klar, Leute. Ich bin jetzt Stargate-Profi. So, dann nehmen wir das hier. Dann brauchen wir, keine Ahnung, einen Käfer oder so. Mit 1, 2, 3, 4. Vier auseinandergehende Arme. Mit einem Dings. Das sieht ein bisschen danach hier aus. Aber es könnte auch noch ein anderes Symbol sein. Ich glaube, der ist es hier. Der muss es sein. Das ist der einzige, der passt. Optisch. Ich will das Ding aus. Dann muss ich wählen. Oh mein Gott. Ich werde hier nie einen Planeten verlassen in dem Spiel. Unter Beschuss bin ich ja richtig aufgeschmissen. Wenn die... Ich sehe schon die Fails im Spiel kommen. Wir brauchen das Symbol von Abydos. Baby, wir verlassen den Planeten! Wir verlassen den Planeten, Leute! Nee! Nee! Ein Paddeljumper! Wie öffne ich den? Fly off, shift, land. Toggle engines. Okay, die Steuerung ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wow! Switch Camera. Okay, innen drin haben sie noch nichts gemacht, aber anscheinend haben wir das Antika-Gen, Leute. In den Weltall. Sollen wir gucken, ob es geht? Ob sie das eingebaut haben, aber ich glaube mal nicht. Ah, da ist die Grenze. Wir haben die Kante erreicht der Welt. Okay, wir kommen leider nicht ins Weltall, Leute. So, das heißt, jetzt können wir auch noch mal auf den anderen Planeten gehen, denn jetzt weiß ich auch, welches Symbol das ist. Wie ist das Symbol von diesem Planeten? Da, das Ding. Das muss es sein.
Okay. Okay, cool. Sieht schön aus. Sieht wirklich schön aus, aber ich glaube, wir finden hier gar nichts. Leider kann ich, wie gesagt, nicht rennen. Wir dürfen das Tor nicht vergessen, sonst kommen wir nie wieder zurück. Tekmata Bratak. Ah, Tekmate Bratak, richtig. Tekmate. Und jetzt kommen die Ori. Ja, hoffentlich nicht. Obwohl die Ori, sie kann ruhig kommen. Die Zeitmaschine, richtig, EE-Freund. Zeitreise war das doch, richtig. Das war der Paddeljumper, den man bei uns im Universum gefunden hat. Er hatte eine Zeitmaschine parat. Und damit sind sie ja nach Ägypten gereist, wo sie dann die Bau der Pyramide gesehen haben und das erste Stargate. Ins alte Ägypten. Was, wenn man sich da verläuft? Wirst du ein Teil der Umgebung. Okay, hier gibt's aber leider nichts zu sehen. Schade, dass die noch nicht so viel implementiert haben. Ich würde zu gerne mit denen bei dem Projekt mitmachen, um denen einfach zu helfen, wenn ich sowas könnte. Ich könnte Welten designen. Programmieren bin ich eine Niete, aber ich könnte Welten designen. Oh, hätte ich da Lust drauf. Janus, sehr schön. Ja, leider gibt's hier nicht mehr. Also bisher kann man nur rumlaufen. Es gibt keine NPCs, es gibt noch nichts anderes leider in dem Spiel. Wir konnten auf Abydos gehen, wir konnten auf den Schneeplaneten gehen und wir konnten mit einem Paddlejumper ein bisschen fliegen und wir konnten die Base uns so ein bisschen angucken, die zwar sehr gut bisher umgesetzt ist mit den ganzen Details und so weiter, aber leider gibt's hier nichts mehr zu entdecken. Wo gibt es das Spiel? Hier, ich gebe euch den Link rein. Das ist, wie gesagt, die Webseite zu den Entwicklern, die das Spiel gemacht haben. Kommen wir hier rein? Auch nicht. Ey, bitte macht das Spiel fertig. Unbedingt. Unbedingt.